Hallo YouTube und willkommen zu diesem Guide. Heute soll es einmal um die Quest der Thronräuber gehen. Ich werde das Ganze so spoilerfrei wie möglich machen, denn das Wichtigste ist, dass wir uns die richtigen Klamotten organisieren und was wir da jetzt anziehen und wo ihr es herbekommt, schauen wir uns natürlich an. Wir beginnen einmal damit, uns einzukleiden. Da gibt es drei Items. Das erste Item, die Maske, bekommen wir vom Questgeber Brand. Dann gibt es eine vornehme Tunika, die ziehen wir einmal an. Und es gibt hier auch nochmal vornehme Beinkleider, die ziehen wir auch einmal an. Und nun sind wir auch schon perfekt ausgestattet, um auf den Maskenball zu gehen. Beide Items bekommt ihr am selben Spot. Ich öffne einmal die Map und kurz vor der Burg gibt es hier oben das Haus des Hauptmanns der Grenzwache. Auf der ersten und im Erdgeschoss auf diesen beiden Ebenen werdet ihr ein bisschen was einsammeln können. Darunter einmal ein großer Beutel und auch eine Truhe. In diesem Haus findet ihr diese beiden Items, solltet ihr auf jeden Fall durchsuchen. Ich war dort auch tagsüber unterwegs. Mich hat keiner verprügelt, mich hat keiner weggejagt. Deswegen könnt ihr das auch wunderbar am Tag machen. Wenn ihr alles eingesackt habt und euch auch entsprechend ausgerüstet habt, können wir dann hochlaufen und uns zum Spot begeben, wo der Maskenball stattfindet. Sobald wir im entsprechenden Gebäude sind, laufen wir hier einmal außen den großen Kreis herum, denn hinten gibt es eine Geheimtür, durch die wir durch müssen. Auch die nächste Tür passieren wir. Nun geht es einmal nach rechts, dort nicht runterfallen, zum Haus des Röschen und hier werdet ihr gleich eine Zwischensequenz erleben und nach Abschluss dieser Zwischensequenz könnt ihr die Quest abgeben.